und seinen Verbündeten nehmen. Dann haben wir wieder auch eine gute Chance. Zu zweit gegen einen. Aber du hast ja genügend Belagerungsmaschinen schon gebaut, wie ich sehe. Wie wollen wir an das Schwein rankommen? Wollen wir dann ganz knapp am Meer lang, oder wie? Also an dem Wasser? Wir gehen unten lang durch seinen unteren Durchgang. Und dann greifen wir von hinten seine Mauer so an. Genau, da gehen wir lang mit zigtausend Bogen, Armbrust und Katapulten. Nacheinander, du gehst langsam erst mit deinen 30 Katapulten da lang, die passen da alle durch. Und dann beschießt du ihn. Und dann reißt du da alles ein und dann renne ich da rein mit Schwertkämpfern, mit genug, die ich habe. Ich schicke lieber mal einen Armbrustschützen vor, der alles anfangen. Viel genug von. So, rückst du schon mal vor mit einem kleinen Bataillon gegen ihn? Speichern. Nee, ich brauche noch ganz viele Katapulte mehr. Och Mann, Björn. Wenn ich Belagerungswaffen baue, baue ich es richtig. Okay. Müsstest du aber auch wissen. Ich weiß, du übertreibst das immer. Wir sind bereit. Ei, wir sind bereit. La 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 la. La 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 la. He he he. Lenio. Brauchst du Nahrung? Nee, ne? Du hast genug. Guck nach, weiß ich Gott nicht. Ja, reicht. Kann ich meine ja verkaufen. Verbündeten. Ach, was soll's, ich schick dir ein bisschen was. 800 Brote, das reicht erstmal, oder? Mehr konntest du nicht nehmen. Ich hatte noch 1300 über. So, jetzt habe ich 30.000 Gold. Das reicht auch erstmal. Es werden Waffen bereit. Es werden Waffen benötigt, Sire. Warum habe ich auf einmal so eine hohe Arbeitslosigkeit? Schon scheiße, wenn die Wirtschaft abkackt. Aber warum? Das ist mysteriös. Leute, könnt ihr mir das erklären? Geld ist da, Bevölkerung ist da, Bevölkerung ist glücklich, Nahrung ist da. Warum sterben die Leute hier weg? Für die geworfen werden. Nein! Alles sicher! Ihr seid der zweitgrößte Herr. Hast du vielleicht eingebaut irgendwie? Nein! Die verschwinden auch und dann kommen sie wieder nach einer Zeit. Also ist kein Bock mehr. Es werden Rekruten. Mach hier eine Schreckensherrschaft, dann haben die zu arbeiten. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Waffen benötigt, Sire. Überall lasse ich Leute hängen gleich. Ein paar Schwertkämpfer hätte ich jetzt. Wir folgen 86, euch nach. Das sollte reichen, wenn wir den wirklich angreifen. Also rück aus. Ich bin hinter dir. Eine Sekunde. Boah, die Mauern vom Wolf, die sind so dick. Die haben nur einen Schwachpunkt, der Hintereingang. Das ist eigentlich eine annähernd perfekte Burg, die er baut, aber der Hintereingang, der ist dünn. Da sind nur zwei Mauern. Wir müssten eigentlich nur durch sein Torhaus zuschütten und einreißen. Dafür bist du zuständig. Ich bin nur zum Gegner wegmachen, zum Mauer wegmachen da. Ja, fürs Zuschütten brauchen wir noch ein paar Soldaten, würde ich sagen, ne? Ein paar wertlose Maulei. Das meinst du, 36 Katapulte reichen? Es werden Rekruten benötigt, Sire. Ei. Es werden Rekruten benötigt. Ich stell dich schon mal da unten hin. Es werden Rekruten benötigt, Sire. So. Lalalala. Wir sind bereit. Feltins V+. Scheiß Bier. Schönes Pilsner Urquell, Leute. Müsst ihr mal trinken, wenn ihr schon so annähernd volljährig seid. Ab wann ist jetzt Bier eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich hab schon mit 14 bekommen. 16. Nicht ab 18? 16. Ich dachte, welche Meinung? Ich dachte, das hätte sich jetzt geändert auf 18. Kein Alkohol ab 18 erst. Meine ich zumindest. Ich bin ein Latte. Ehrlich, das finde ich voll schlimm. Ich meine, mit 16 muss man doch anfangen, damit man so reinkommt in diesen ganzen Alkoholkonsum-Suff. Das ist doch wichtig für unsere Wirtschaft. Ich meine, Deutschland, das Land der Biertränker. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Waffen benötigt, Sire. Ups. Wo rennen denn meine... Wo rennen denn meine Bogenschützen hin, die dummen Idioten? Keine Ahnung. Party hart und so.
Wir stehen zu Dienst. So, die können alle mit, das ist die Eins. Und los! Der Kreuzzug hat begonnen. Christen gegen Christen. Ah, schön, ich liebe es. Oh, da kommt was entgegen. Wo? Und die paar Fritzchen. Das ist auch alles meine, ja. Die paar Fritzchen da unten, die paar Armbrustschützen, sind noch alle weg. Vor allem die Löffelformation, sag ich ja nur, ne? Das war so göttlich. Wir hatten exakt einen Löffel aus der Fernansicht. Von der Formation, wie die gelaufen sind. In Löffelstellung sind die gelaufen. Der arme Streitkolbenkämpfer. Ich hab doch vorhin 36 Katapulte. Wo sind denn die ganzen Katapulte hin? Übrigens, deine Streitkolbenkämpfer werden jetzt, deine ganzen Bogenschützen werden jetzt niedergenetzelt, weil sie nicht mehr wehren. So. Zack, ins Gesicht. Ah, die werden sie. Schön ist, dass die Streitkolbenkämpfer zwischendurch auch nochmal gewartet haben, bis deine Jungs nachgeladen haben, um dann erst weiter zu rennen. So, pass auf die einen Spinnen auf. Jetzt geht's eher an den Kragen. Einer für alle! Und ich reiß dann sofort gleich den Turm alles ein und dann... Nicht sofort, durch. Warte, ich muss erstmal nachrücken. Das muss... Seid gegrüßt! Das muss richtig Überrennung, Überflutung, Blitzkrieg, weißt du? Richtig schön... Auf einmal sind wir da! Ja, der ganze Katapult sind alle daneben, ihr seid so cool! Die sind so cool für den Gegner. Du könntest auch mit deinen Katapulten auf die Farm vor dir schießen. Das wäre auch cool, direkt. Ich hab das gerade auf Bildschirm. Mach mal. Böse. Du hast ein eigenes Katapult zerstört. Wusste ich. Ah, wie geil. Ich hab sogar zwei zerstört, glaube ich. Schön. Wenn man zu viele Einheiten hat. Wir werden überfallen. Ei. Wir sind bereit. Alles klar, meine Armbrustschützen gehen jetzt vor. Die halten das jetzt alles da, die gesamte Stellung. Ich würde aber jetzt mal stehen bleiben, weil die Gegner sich nähern. Mir egal, ich greife jetzt an. Und rette jetzt lang. Boah, der Wolf hat 60.000 Gold. Das muss man sich mal geben. Ich würde ja mit deinen Bogenschützen vorrennen, aber gut. Kannst du auch lassen. Unten durch. Es kommt alles noch. Erst mit der Artillerie an den Fluss jetzt. Oh. Direkt an den Fluss und wehren. Schieß. Fertig. Tun sie doch. Ich schicke meine Fackelmänner dem entgegen. Attacke, Männer! Wir stehen zu Dienst. Mit Gott. Haltet sie auf! Die Schwertkämpfer werden niemals rechtzeitig da sein. Was wünscht ihr? Das passt alles. Einfach durchrennen, nur der Schuss fangen. Eine Balliste, ne? Ne, Katapult mal nicht. Der hat da oben ganz viele Baumeister umgeschützt. Die machen mit einem Sklaven nieder. Die werden alle geschlachtet. Womit kann ich dir ein Kinderspiel? Seid gegrüßt. Feuer einstellen, wir sind drin. Oder warte in die Kamera. Na, der Schaum muss weg. Ja, schieß noch weiter, ja, okay. Der Bot alles nach. Ich lasse einfach mal ein bisschen kaputt feuern jetzt. Du musst näher rangehen mit einer Einheit, dann kann er nicht nachbauen. Bam! Einer für alle! Meine ganzen Bogenschützen und Armbrustschützen halt schon zerrotzt, das ist cool. Kannst du mal mit deinen Armbrustschützen die Katapulte da oben machen, kaputt machen, die unsere Mauern einreißen? Hallo? Welche? Welche Katapulte denn? Da. Oh, die da. Wir werden belagert. Wir sind bereit. Uns entgeht. Was ist denn bei dir da oben, ey? Eine Nachricht vom Schwein. Oh. Das Schwein hat gesagt, wir kämpfen nicht richtig, wir sollen uns mehr anstrengen. Machen wir doch, oder? Wie siehst du das?
Nicht wirklich. Ich gebe mir jetzt mehr Mühe. Wenn das Schwein das schon so will. Wir stehen zu Dienst. Vorwärts, Männer! Ich wünschte es sicher. Feuer weitermachen, immer weiter feuern. Seid gegrüßt. Und los! Da sind noch 10 Stücke. Sind denn alle hin? So, Feuer. Warte. Feuer noch weiter? Ja, kommt schon. Einmal nochmal einreißen und dann aufhören. So. Feuer einstehen. Ja. Feuer einstehen. Na, da komm mal durch, du. Esel! Wir sind bereit. Sie sind wehrlos. Wir folgen euch. Greift an, Brüder. Nieder mit ihnen. Muss noch ein paar Katapulte nachproduzieren. Kannst du jetzt mal mit deinen Armbrustschützen, die da stehen, hast auf seine Artillerie schießen? Auf seine Katapulte. Was wünscht ihr? Bitte? Ich weiß gar nicht, welche Katapulte du überhaupt meinst. Direkt auf dem Anmarsch zu uns. Reißt mir alle Mauern ein, nach und nach. Schießt und schießt und schießt. Wie so ein Gestörter. Ah, da drüben. Seid gegrüßt. Wir sind bereit. Eure Lordschaft. Ich muss die ganze Zeit hier reparieren. Das kotzt mich voll an. Wir das Schwein ist tot. Wir stehen zu Dienst. Hoffe ich mal. Noch bevor alles da wird. Eine Nachricht vom Wolf. So. Wachsen meine Klinge. Der zweite Angriff macht so die ganzen Scheißkatapulte. Was ist los? Nein. Im nächsten Angriff machst du mal die Katapulte. Mit dem Wolf brauchen wir ihn. Da komm, wir überrennen jetzt einfach so. Los, wir haben noch überrennen die einfach. Überrennen mal den Wolf. Mach mal. Ich schau dir ja, los, schick deine scheiß Leute vor, Mann. Ob du denn drauf geht oder nicht. Steht dann in der Statistik. Es werden Rekruten benötigt. Los, Angriff mit deinen scheiß Rittern. Ja, die schicke ich dir gerne mit, aber das wird nicht reichen. Wir sind bereit. Vor allem, weil du mir die jetzt wegschießt. Danke. Wo schießt du denn weg? Heul nicht rum. Dein Katapult. Ich weiß schon, dass er da über den Burggraben hat, die wir erstmal zuschütten müssen. Es ist mir egal, ich mache einfach fertig jetzt mit meiner restlichen Truppen. Müssen wir sowieso mal neu produzieren. Natürlich. Schaffst du eh nicht. So. Schaff ich wirklich? Ich weiß, dass ich es nicht schaffe, aber trotzdem. Wir sind bereit. Na, Latte. Es werden Waffen benötigt, Sire. Wird aber interessant. Vor allem mit seinen ganzen Bogenschützen. Die jetzt deine Armbrustschützen wegmachen. Eure Lordschaft? Sie sind wehrlos! Attacke, Männer, für den König. Nein, ich schick sie zurück. Einer für alle! Ihr verlangt viel! Na, 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 na. Wir folgen euch, Herr! Von der Pike auf gelernt. Würde ich auch so sehen. So. Wir sind bereit. Es werden Waffen benötigt, Sire. Eis hier. Wir werden überfallen. Ihr habt nicht genügend Güter. Eure Verbündeten. Eure Verbündeten. Das Bogenschützen verreckt. Eure Verbündeten. Nju. Bessies. Eure Verbündeten. Eure Verbündeten.
Verbündeten. Mann. Komm schon. Ich kann keine Güter anfordern, das ist voll eure schlimm. Verbündeten. Was willst du denn haben? Gib mir Gold. Frauen. Und Blackjack. Und Ehre, wollte ich sagen, aber gut. Nö. Es werden Waffen benötigt, Sire. Gib mir Schilde, ich brauch Schilde. Eiserne Rüstungen. Ich will der Iron Man werden. Ei. Komm. Wir sind bereit. Es werden Waffen benötigt, Sire. Eine Nachricht vom Wolf. Ein Schwächling wie ihr sollte keine Armee führen. Ja, ja, das sagen sie alle. Ja, ja, ja. Wer hat die größere Armee, mein Kollege? Wer, hä? Ich? Bald habe ich auch mehr Geld als du. Auch nicht mehr lange. So. Ab geht er, der Peter. Am laufenden Meter. So. Wir sind bereit. Ich mach jetzt mal mit dir einen schönen Angriff. Euer Gnaden. Ein paar Baumeister. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt. Ich fordere meinen täglichen Tribut, Björn. Hä? Schutzgeld. Welches Schutzgeld? Ich hab das Leben gerettet, du Stück Scheiße. Ich dir aber, indem ich hier die Position hatte, von vornherein. Also. So. Ah, so. Du musst es nie deine eigenen Mauern verteidigen. Dein eigenes Gebiet. No. Schutzgeld, hier hast du dein Schutzgeld. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Ich dachte eher an sowas. Nur halt meiner Gesamtsumme entsprechend. Hier, da. Echt. Eure Verbündeten. Steinberg. Ja, ist gut jetzt. Ach, doch gar nichts. Kann man irgendwie nur ein Brot schicken oder so? Nein, leider nicht. So, wie war es anstellen mit dem Metze? Ich mach Folgendes. Wir greifen ihn jetzt an. Jo, eine Sekunde. Bauen noch ein paar Baumeister und dann hat sich es das. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Mit Gegner und so weiter. So, ich habe jetzt 53 Baumeister unter Waffen. Damit brauche ich jetzt eine Reihe Feuerballisten. Konstruieren Belagerungsgeräte. Du brauchst Katapulte, ich schicke dir die Steine dafür auch sonst. Ja, Marsch, ich brauche jetzt nur Bogenschützen. Was willst du denn mit der ganzen Baumeister? Was willst du denn jetzt mitmachen? Feuerballisten. Was willst du mit Feuerballisten? Wollen wir Katapulte? Nein, damit. Ich hasse es mit Katapulten zu spielen. Belagerungsgeräte. Machst du, deswegen soll ich es mal machen. Dann stresst du mich rum, mach dies, mach das. Okay, dann sag ich da nichts mehr. Dann machst du es komplett alleine. Ich will aber keine Katapulte bauen. Ich auch nicht. Mach das doch so. Irgendwie. Na wie denn? Den Wolf ohne Katapulte. Das ist auch so ein Witz. Gut, bei euch halt ein Tribock, leck mich. Konstruieren Belagerungsgeräte. Muss mir nur lang genug ranbringen, damit ich die da aufstellen kann. Was soll ich dir Belagerungsgeräte. Musst du hinkriegen, dass meine Baumeister nah genug rankommen, damit ich Tribocks bauen kann. Mal Triböcke, wie du willst. Konstruieren Belagerungsgeräte. Lalala. Wir sind bereit. Es werden Waffen benötigt. Es werden Waffen benötigt, Sire. Ich hab wieder ein paar Waffen dazu bekommen. La, 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 la. So. Was machen die denn da? Wie können wir helfen? Lagerungsgeräte bemannt. Balliste bereit, my lord. Auf dem Weg.
Balliste, bereit, my lord. Die Balliste geht erstmal dahin. Schöne enge Formation. Ich liebe es eng. Ein enges dehnbarer Begriff. Ich weiß. So. Los, Löffelformation, dann geht's los. Ich stelle mich jetzt erstmal dahin mit meinen ganzen Ballisten. Sollen sich mal ordentlich positionieren und dann geht das los. Ei. Schöne Schwertkämpfer in Massen. Es werden Waffen benötigt, Sire. Geht zur Arbeit. Viel Stein, Arsch. Sobald ihr einen Heiler trifft, wird er Kräuter mahlen und die verschiedensten Tränke brauen, um die Kranken zu heilen. Der Heiler erweist sich vor allem bei Seuchen als nützlich, oder wenn der Feind... Oder wenn der Feind... Ja. ...eure Burg katapultiert. Die meiste Zeit verbringt der Heiler damit zu wandern und Kräuter zu suchen, quasi Dave. Droht aber eine Krankheit, sich auszubreiten, kehrt er schnell zurück und wendet ein Unheil ab, quasi Dave. Der Behüter. Jede Apotheke, die ihr platziert, reduziert auch den Schaden, den sie von Krankheiten her beziehen. Wenn... Balliste, bereit, my lord. Balliste, wehrt bereit, euch. My lord. Wehrt euch, ihr Helden. Ein unmögliches Ziel. Wir geben unser Bestes. Greifst du schon? Ein bisschen. Na, ich will das Bogenschütze mal vor und die töten jetzt einfach ein bisschen was. Balliste, bereit, my lord. Ist unmögliches Ziel. Mach so gut deine Krieger nach, Mensch. Kann ich mal. Ich bin hier gerade im Gang. Oh, was? Ich brenn ihn ab. Der hat überall Pech gesetzt, der Idiot. Balliste, bereit, my lord. Balliste, bereit, my lord. Können wir das nochmal so machen wie mit der Ratte, dass wir machen, was seine scheiß Bauern da töten? Na, da kommen wir ja gar nicht ran. Wir geben unser Bestes. So, guck mal, was in seinem Borgraben rumschwimmt. Ich guck jetzt vor. Du kannst ja da bleiben, wenn du Schiss hast. Vorwärts, Männer! So. Ja. Ihr verlangt viel. Balliste, bereit, Mylord. Kannst du mal seine Mauern einreißen? Schon dabei, ich hasse hier unten einen Hacker. Die Mangen. Die oben. Wo ist denn deine Mangel? Oben hat er baut er immer wieder Katapulte. Also Mangel. Wir geben unser Bestes. Moment. Ich stelle mal Truppen mal ein bisschen hoch. Und er hält sich genau das Feuer durch. Na. Na, die Türme zerstören, komm. Ja, nee, ich hab ja nochmal einen Triebwerk hier hinten. Ich baue hier oben welche. Du hast doch noch Baumeister, oder? Nö, alles unten. Alles kommt was Neues noch. Ich brenne ihn mal aus, würde ich sagen. Ist hochgekurbelt. Komm schon, brenn. Brenn, Kollege. Er brennt. Ist hochgekurbelt. Schön, ne? Wie viel Stein hat denn der Penner? Genug. Jetzt brennt er aber erstmal eine Runde. Was wünscht ihr? Seid gegrüßt. So, der hat erstmal mit Brenn zu tun. Balliste, bereit, my lord. Schick mehr Bogenschützen rein, alle Armbrustschützen, die du hast, alles. Björn, jetzt musst du mit deinen Armbrustschützen und Bogenschützen auf seine Bogenschützen losgehen. Ja, ja.
So, leider habe ich keine Dings mehr, keine Armbrustschützen. Ja, dann, du hast doch noch welche auf unseren Mauern, alles los. Ja, ist auf dem Weg. Boah, die Mauer will echt nicht kaputt gehen, ne? Aber er brennt wenigstens anständig. Wie ein echter Verlierer. Jetzt geht er, jetzt geht sein Geld weg, weil er sich die ganze Zeit neu aufbauen muss. Und ich ihm seinen Wasserdruck zerschieße die ganze Zeit. Immer wenn die Leute zur Arbeit gehen, um Wasser zu holen, zerstöre ich das Gebäude. Komm schon, geh kaputt. Ganz schön barbarisch eigentlich, ne? Ist hochgekurbelt! Ist hochgekurbelt! Kann ein Wasserdruck brennen? Finden was raus. Ich würde es mal rausprobieren. Ja, er kann brennen. Schwachsinn, ey. Ist hochgekurbelt! Ist hochgekurbelt! Da bauen wir uns mit dem letzten auch auf hier. Ist hochgekurbelt. Ach ja, ich liebe es. Mussten meine ganzen Feuerballisten ein bisschen mehr abdecken. Die sind nämlich zuständig dafür, dass bei ihm alles brennt. Das macht ihn vom. Er muss sich immer wieder aufbauen. Jetzt hat er nur noch 56.000. Er hatte eben 67.000. Balliste, wir sind bereit. Mal so zum Querschnitt. Das kostet dem ordentlich Asche. Deine Armbrustschützen stehen zu weit vorne. Gehen jetzt in seinen gegnerischen Feuer. Zu weit vorne. Naja, die gehen jetzt im gegnerischen Feuer unter, denke ich mal. Gegnerisches Feuer. Ha, ha, ha. Ich dachte, du bist eins, der Feuer legt. Nein, nein, nein. Ich nehme noch ein paar Sklaven mit. Man weiß ja nie, wenn das Feuer mal ausgeht. Es werden Rekruten benötigt. Ich erinnere nochmal an die Partien mit Dave. Morna. Welche? Immer wenn Dave spielt, schickt er die Sklaven im Horden los. Ach so, ja, ich weiß es noch, als ich und Dave dafür zuständig waren, dass ganz viele Sklaven reinrennen. Dave, da ist ja offen. Oh, hallo. Fackel, Fackel, alles brennt. Vor allem, wo dann 300 Sklaven reingeschickt haben und einfach alles gebrannt hat. Er hat nur noch 52.000, er hat eben 58.000. Der verarmt gerade. Jetzt müssen wir ihn mürbe machen. Ich weiß, es ist nicht so spannend zum Zugucken. Balliste, bereit, das wird schon. Ich pass auf, vor dir brennt alles, ne? Nicht, dass deine Bogenschützen wegbrennen. Wollte ich nur mal so anmerken. Stell dich mal mit deinen Bogenschützen näher dran, dass du auf seinen Haupthof zielen kannst da, weißt du? Ja, können sie doch, machen sie doch. Dann schießt sie da mal alle weg. Nee, schießen sie nicht. Ein Stückchen. Vielleicht schießt alle drauf. Boah, deine. Schön. Nicht auf Gebäude zielen, nur auf Mauern, ne? Mit deinen Triebwerken. Ja, ich verstehe gerade die Türme von dem. Meinst du auch von der Scan in einem Mang? Er baut sich schon gar nicht mehr auf. Ich mach jetzt mal eine Schneise rein. Ich brauch neue Baumeister. Euer Gnaden. Dringend. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Euer Gnaden. 25 sieht schon mal schlecht aus. Ein guter Marsch. Balliste, bereit, my Lord. Ein guter Arsch, Marsch. Ist hochgekurbelt. Und ich sehe einen Katapult von mir oben rum. Brenne, du sollst brennen. Ist hochgekurbelt. Oh, da stehen ja ganz viele Katapulte oben rum. Schön. Bau wieder Gebäude, genau, und auf das du weiter brennst, Kollege. Finde ich gut. Die Einstellung gefällt mir. Lagerfeuerstimmung. Ja, mein Katapulten geht's gerade schon an den Kragen. Na, mein Feuerball ist auch. Ich habe nur noch 12, ich hatte 28. Alle Verstärkung kommt. Und es brennt wieder alles. Es ist schön mit Feuerballisten. So, ich zünde das mal um seine scheiß Holz, seine Steindinger an. Mir ist gerade aufgefallen, ich hab noch ein paar Sklaven rumfliegen. Ja, macht das.
sind denn meine Sklaven? Da. Was soll konstruiert werden? Konstruieren Belagerungsgeräte. Bauen wir mal wieder. Hat die Mann schon wieder besetzt. Konstruieren Belagerungsgeräte. Scheiße, das ist kacke. Ballisten. Na, aber eben oben brennt alles jetzt, ne? Du nutzt jetzt voll den Burggraben aus, ne? Fällt mir gerade auf. Mit deinem Vorteil, der muss jetzt außen rumlaufen. Die Idee ist geil. Ist mir gar nicht aufgefallen vorher. So, und du bist buddeln, Kollege. An die Spaten, Männer. Balliste, bereit, my lord. Der brennt ja gar nicht mehr richtig. Das ist ja scheiße. Ich liebe es, diesen Feuergeruch. Nein. Verbrannter Mensch riecht gut. Ist hochgekurbelt. Oh Gott, das ist so ein derber Humor. Ist so bösartig, den ich hab. Kannst du seine Armbrustschützen mal entfernen? Überall. Meine? Seine. Da könnte ich seinen Burggraben zuschütten. Wo stehen da noch welche? Und da unten? Auf dem Torhaus, die müssen weg und auf seinem Haupthaus. Und die da hinten natürlich, seine Ballisten da oben. Da könntest du mit und das noch alles, renn mal mit und dem Kerker auch noch? Renn mal mit deinen Bogenschützen nach oben und schieß seine Ballisten weg und alles, was er da so hat. Mach mal. Wer hat ihr damit zu tun, auszubrennen gerade? Ach ja, ich liebe es. Hast du noch mal was Neues an Einheiten, was du losschicken könntest, oder? Ich baue gerade. Wir sind bereit. Ich rüste auch schon mal weiter. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Wir sind bereit. Es werden Rekruten benötigt. Kannst du mir nur was essen schicken? Es werden Rekruten benötigt. Das dauert aber, bis das in Braunschweig ist. Das ist bereit, my lord. Danke. Ist hochgekurbelt. Ich liebe es, mit Feuer zu spielen. Ist einfach schön. Ist hochgekurbelt. Zieh wohl mal auf seine Bierfässer. Warte, ich schlag mir vor den Ballisten die Mauern ein. Zerstör mir meine ganzen Ballisten, das ist eine Sauerei, ist das. Ja, meine dummen Bogenschützen kommen da nicht bis hoch. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Oh, neue Baumeister, bau doch mal Feuerballisten schießen. Balliste, bereit, oh. Warum krieg ich dir keine Bögen mehr? Doch genug Holz und so. Euer Gnaden? Es werden Rekruten benötigt, Sire. Schon, Kollege. Unser Werkzeug 14. Ist. Ach so. Ein guter Mann. Balliste, bereit, my lord. Ist hochgekurbelt. Oh, schießt kaputt. Balliste, bereit, my lord. Hochgekurbelt. So langsam sollte es aber mit seiner Wirtschaft bergab gehen. Ja, ich habe schon mehr Geld als er. Balliste, der hat immer über 60.000. Jetzt hat er 39.000. Der verarmt gerade. Ist hochgekurbelt. Ist hochgekurbelt. Hervorragend. Ein paar Feuerpfeile rein, dann brennt er wieder lichterloh. Hm. Balliste, bereit, hochgekurbelt. Das besonders schön ist, dass er nicht mal mehr an die Feuerwehr rankommt, weil die Leute, die da dafür ausbilden, müssen sofort verbrennen, wenn sie ihm die Treue erweisen. Jetzt nicht mehr, doch, jetzt wieder. Balliste, bereit, my lord. Ist hochgekurbelt. Wie viel Kohle hat er noch?
viel momentan noch. Der hat noch 36.000. Ah, die Hälfte hat er schon verloren gerade bei der Aktion hier. Den mürben wir gerade aus. Bereit, my lord. Ist hochgekurbelt. Er brennt. Und er brennt wieder. Lichterloh. Völkermord. Gebt uns eine Aufgabe. Stell dir mal vor, du bist so ein Bediener von so einer Feuerballiste. Das müsste doch eigentlich moralische Probleme aufwerfen, normalerweise. Auf so eine Stadt. Normalerweise, mit richtig. Zivilisten drin, alles wegzuschießen. Auf eine Feuerwehr zu schießen mit Feuerpfeilen, weißt du? Das ist moralisch fragwürdig. Balliste, bereit, my lord. Was waren die Kreuzzüge ja eben? Balliste, also sind wir auch fein raus. So. Balliste, bereit, my lord. Balliste, bereit, my lord. Balliste, lalala. Ich komm schon wieder mit Bogenschützen raus. Na, ich bin schon da. Der Wolf. Ja, nur noch 100 Soldaten. Du hast selbst mehr als der. Aber er kann sich immer noch effektiv verteidigen. Oh, bitte lass es oben bei ihm brennen, auf dem Bergfried. Dann brennen ihn seine ganzen Leute weg, wenn da so ein Zivilist brennend nach oben läuft. Und er brennt, und er brennt. Wir werden überfallen, wo? Unten an der Ecke stehen ein paar Bogenschützen. Stehen aber perfekt, guck dir das mal an. Ja, ich weiß schon, da kann ich auch nicht dran. Die haben perfekt gesetzt. Wichser. Damit, was jetzt kommt, damit rechnet er aber nicht. Der Feuerteufel kommt wieder. Hast du der 13. Krieg geguckt? Ja. Der, wie war das nochmal? Der Glühwurmdrache? Ja. Ja. Wenn ein eigentlicher Vorteil zum Nachteil wird, ne? Oder wie war das? Brennen wir mal die Tür auch rein. Schön. Und die Mörderlöcher sind weg. Hat er für Sklaven geopfert. Schlechter Tausch, wenn ich meine. Hochgekurbelt. So. Jetzt werden seine Türme so bereinigt da oben. Wir sollten jetzt mal so langsam dann überlegen, da reinzumarschieren bei ihm. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Mein Bogen ist euer. Nimm mal meine Bogenschützen mit. Ein weiter Weg. Unerreichbar. Das Dumme ist auch, dass der immer wieder aufbaut. Bis er kein Geld mehr hat, baut er jetzt immer wieder auf und es brennt immer weiter. Weil ich ihm seine Feuerwehr die ganze Zeit kaputt schieße. Immer wieder. Oh, toll, steht der dumme Tom davor. Schieß mal auf das Haupthaus, wirklich. Die Typen müssen weg. Ja, warte, ich mach einfach kurz die Türme oben klar. Klar, die Ballisten werden geschoben. Noch etwas Ballisten, mehr bereit, mein Herr. Ist hochgekurbelt. Werf ihn doch mit dem vordersten Tribock. Werf ihn da doch eine Kuh mit aufs Dach. Oder mehrere Kühe. Dann hat er verkackt, wenn du das machst. Dann sind seine Einheit oben drauf weg. Oh, leider daneben. Noch Komm. Komm. Ja, genau drauf! Oh, schön. Schönes Ding. Schick die Gefangenen zurück, ne? Mein Herr? So. Sind auf dem Weg. In Bewegung. So, ich mach ihn mal nach. Lalalalalala.
Kinder sind zum Prügeln da. Wir werden überfallen. Pfeile bereit. Ah, guck mal sein Hauptdach an, das abgeht gerade. So, jetzt bräuchten wir Sklaven ein paar. Ach, sehr bitte, habt ihr mit den Bogenschützen, ja? Du könntest mit deinen Bogenschützen auch ein Loch in die ausheben. Ansonsten. Eure Lordschaft, ihr verlangt viel. Einfach den Burggraben zuschicken. Ja, machen das schon. Speichern. Oh nö. Bin gerade so schön dabei. So. Eure Befehle? Rücken aus! Balliste, brennt ja kaum noch was bei ihm. Ja. Hätte noch Mörderfall nach vorne gehabt. Scheiße. Mörderlöcher, jetzt sind die weg, jetzt fangen an zu schippen. Bin zur Stelle. Er hat keine Fernkampfeinheiten mehr, das ist genial. Jetzt steht die Tor. Doch, einer, nee, ist letzt auch gefallen. Nein, jetzt ist die Tor, jetzt ist das Tor offen. Ja. Wir stehen zu schick mal ein paar Pikiniere vor. Vorwärts, Pikiniere. So, kannst zum Tor. Die Pikiniere haben so geile Sprüche drauf. Na, wer spießt am meisten auf? Und er geht auf Zivilisten zu. Das ist so herbe. Balliste, bereit, my lord. Ey, guck mal, der Bot ist wieder auf. Ja, und das Feuer geht wieder von vorne los. So ein Penner, warum baut er mal wieder auf? Weil er noch Geld hat. Noch hat er 24.000. Du hast mittlerweile sogar mehr als er. Was soll das denn heißen? Naja, du bist eigentlich jemand, der sein Geld immer vollständig ausgibt. Ja, und? Ist ja auch okay. Aber wenn jemand wie du, der eh so derbe aggressiv spielt und nicht wie der Wolf eher passiv-defensiv, dann stimmt irgendwas bei ihm nicht. So. Balliste ist hochgekommen, mein Lord. Schick mal meinen Elite-Trupp los. Pikiniere. Nieder mit ihnen. Pikiniere reißen so schön schnell Gebäude ein. Lalala. In Ordnung. Und es entgeht niemand. Zu den der Pikiniere. Wer spießt am meisten auf? Lalala. Was wünscht ihr? Lalala. Was ist wahr? Ich mache ihn mit Pikinieren tot, habe ich mir jetzt überlegt. Der Boah, er hat aber verdammt viel da oben noch und der schießt zurück mit irgendwas. Wo kommt das alles her? Pikiniere! Eine Nachricht von Wolf. Halt ihn ab! Geh mit deinen Bogenschützen zurück! Wir machen mit deinen Bogenschützen was. Geh mit deinen Bogenschützen zurück! Fällt sie auf! Die sollen rauskommen, die Schreiner. Auf dem Weg. Dafür brennt er jetzt noch mal 5 Minuten länger. Ja, wenn der rauskommt, kriegt er eine böse Überraschung. Ich pick ihn jetzt auf. Das sind die ganzen Pikiniere. No, jetzt verbrennen sie auf dem Rückweg alle. Idioten, ey. Ist hochgekommen. Ach ja, und es brennt, und es brennt, und es brennt. Wie ihr befehlt. Uns entgeht niemand. Pickt sie. Pickt sie? Pickt sie. Bogenschützen bereit. Sind auf dem Weg. Oh, 21.000 hat er noch. Jupp. Der baut sich voll. Bravo. Seid gegrüßt. Hat er verkackt. Jetzt schießen meine Bogenschützen auf seine Zivilisten, sobald die auferstehen. Jetzt kann er nichts mehr machen. Nicht vorhin, bloß dass es vorhin lustiger aussah. Ja, auf jeden Fall. Wir sind bereit. Das könnte mal keiner Stoßtruppe oder was? Warum schickt sie alle los? Warum sollte ich? Das sind Laune. Wenn du auf der Minimap deine Festung anschaust, wäre so böse. Was machst du mit deinen Ballisten? Die fahren gerade rein. Ja, die
fahren da rein. Mein Bogen ist euer. In Bewegung. Mein Herr? Meine Geburt kam ich ja nicht dran. Ich kann als Bogenschütze mal das auch nochmal ran. Da kannst du nicht, sind ja nicht so viele. Bin zur Stelle. Aber gern. Guten Tag. Vorwärts. Hallo, willkommen in der Aufnahme. Und jetzt fällt er. Wir werden überfallen. Jetzt fällt der Wolf. Der Wolf, der Wolf, der böse, böse Wolf. Wir sind viel besser. Klatschst du gerade in die Hände? Ja, ich klatsche in die Hände. Jetzt wird wieder in die Hände gewichst. Na. Yay. Eine Nachricht vom Wolf. Ja, und um deine Frage beantworten, erstmal nicht. Ich werde nicht vor euch niederknien. Ja! Sieg! So Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat's gefallen, vermutlich werden nur Björn und ich es gucken, deswegen werden wir auf 2 Klicks kommen. Das ist aber auch legitim. Ich sage auf Wiedersehen. Over and out.